Nachrichten, Mobilität, Veranstaltungen oder Wohnen. Die kostenlose MainJena-App bietet ihren Nutzern so ziemlich alle wichtigen Informationen, die man in Jena brauchen kann. Das reicht von aktuellen Nachrichten aus Politik, Sport und Kultur, einem interaktiven Veranstaltungskalender, Wohnungsangeboten verschiedener Anbieter, dem Entsorgungskalender der Müllabfuhr bis hin zum Fahrplan des Jener Nahverkehrs. Die Handhabung ist dabei einfach und übersichtlich. Das Menü lässt sich intuitiv bedienen. Zusätzlich bietet die App nützliche Features. So können die Nutzer an etlichen Punkten in der Stadt das kostenlose WLAN der Stadtwerke-Gruppe nutzen. Außerdem besteht mit der App die Möglichkeit, Handytickets für Bus und Bahn zu erwerben. Entwickelt wurde die MainJena-App vom Jener Softwareunternehmen TD Software. Das auf mobile Apps spezialisierte Unternehmen wurde 2007 gegründet und begleitete die Stadtwerke-Gruppe über den gesamten Entwicklungszeitraum der App. Für die Softwareentwickler war es wichtig, möglichst vielen Bürgern einen einfachen Zugang zu allen wichtigen Informationen innerhalb der Stadt Jena anzubieten. Dabei galt es auch, Bereiche einzubinden, die bisher nur in begrenztem Umfang digital zugänglich waren. Gerade das Thema Entsorgungskalender, also dass ich eine kleine Information auf mein Telefon bekomme, dass ich morgen die schwarze Tonne rausstellen muss, das ist was die Nutzer wirklich lieben. Also ich muss nicht mehr selber daran denken, ich muss nicht früh um 6 aus dem Haus rennen, weil gerade das Müllauto vorfährt, sondern ich kriege abends einfach eine Info. Über 50.000 Mal wurde die App seit der Veröffentlichung im Februar vergangenen Jahres heruntergeladen. Mehr als 2.000 täglich aktive und rund 11.000 monatlich aktive Nutzer kann die App inzwischen aufweisen. Diese Zahlen steigen monatlich signifikant an. Ein Zeichen dafür, dass immer mehr Jener die Anwendung im täglichen Gebrauch nutzen. Die Entwicklung der App steht dabei natürlich nicht still. Ständig werden Anpassungen vorgenommen, auch solche, die von Nutzern der App erfragt werden. Wir haben das, denke ich mal, an der Stelle halt in verschiedenen Bereichen auch der App schon gemacht. Das Wohnthema wurde ausgebaut. Wir haben beispielsweise Parkplätze auch, wissen die wenigstens, mit in der MainJena-App. Also ich kann dort schauen, wo kann ich mir einen Parkplatz mieten in Jena. Also so eine Anforderung, die kam dann auch von Nutzern der App rein. Hey, schön, dass ihr Wohnungen habt, aber wie sieht es eigentlich mit Parkplätzen in Jena aus? Sowas wird dann mit hinzugefügt. Und es ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, muss man ganz klar sagen. Also wir wollen das Produkt weiterentwickeln. Das ist ein Start, die ersten 1,5 Jahre. Unser Ziel war erstmal, eine solide Basis auch zu herzustellen, dass die Nutzer das jeden Tag verwenden können, dass Vertrauen da ist und wir werden das Schritt für Schritt weiter ausbauen. Die MainJena-App wurde sehr gut von den Jenern angenommen. Das lässt sich nach 18 Monaten Laufzeit feststellen. Nun geht es darum, die App weiterzuentwickeln und den Bürgern die Möglichkeit zu bieten, auch in weiteren Bereichen der Stadt die Services mit der App zu nutzen.